Das waren noch Zeiten, als die großen Stars im Weserstadion die Bühne rockten und die Menschen jubelten. Einige der Zuschauer von damals können sich noch daran erinnern. Anfang der 90er mit Michael Jackson zum Beispiel. Erinnern Sie sich? Zweimal sogar. Wie war das damals von der Atmosphäre? Na, super. In so einem Stadion mit so vielen Leuten ist natürlich so ein Konzert ein einmaliges Erlebnis. Mit den Rolling Stones, schon länger her. Da waren Sie? Ja, die Bridge Tour hieß das. Tina Turner, Michael Jackson, was weiß ich, bin ja schon ein bisschen älter. Tina Turner damals. Und wie war das? Klasse. Der Auftritt von Tina Turner 1990 im Weserstadion ist legendär. Und schon seit Jahren gibt es Bemühungen, das Stadion als Konzertort zu reaktivieren. Bisher scheitern sie an Werder. Der Verein fürchtet um den empfindlichen sogenannten Hybridrasen, der sowohl aus Natur- als auch aus Kunstrasen besteht. Wenn man den Hybridrasen abdeckt oder etwas draufstellt, wäre das ein wirtschaftlicher Totalschaden. Eine Umstellung auf Naturrasen wäre noch zu früh, weil der Hybridrasen noch einigermaßen neu ist. Das Wirtschaftsressort unternimmt nun einen neuen Vorstoß, die Pläne wahr werden zu lassen. So ist es auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Im Moment ist es völlig unklar, ob der Rasen wirklich erneuert werden müsste oder ob es andere Möglichkeiten gibt. Deswegen ist das eine Frage, die kann Ihnen heute niemand beantworten. Konzerte im Weserstadion würden ja aber zur Einnahmesituation und Einnahmeverbesserung der Bremer Weserstadion GmbH beitragen. Es ist ja eine Sache, die nicht bezuschusst werden soll, sondern die Geld reinbringen soll. Im Hamburger Volksparkstadion treten übrigens regelmäßig internationale Stars wie zum Beispiel Bruce Springsteen auf und spülen Einnahmen in die Vereinskasse des HSV. Ob das in Bremen auch so funktioniert, da ist der Konzertveranstalter Oliver Mücke eher skeptisch. Bremen sei nicht der Nabel der Welt und das Risiko für Veranstalter aufgrund der gestiegenen Kosten sehr hoch, teilt er mit. Adäquate Stadionbands gibt es nicht in Massen und Alternativen in Norddeutschland hingegen schon. Es gibt also auch eine Konkurrenzsituation, zum Beispiel zu Hamburg und Hannover. Bremerinnen und Bremer würden laut unserer Umfrage Konzerte im Weserstadion aber begrüßen. Das ist eine gute Sache, auch für die Leute, die eben halt nicht auf Fußball stehen und können ins Weserstadion gehen. Da ist alles offen. Macht mehr Spaß bestimmt für die Leute. Würde ich hingehen. Das Wirtschaftsressort hofft auf eine schnelle Einigung, damit für 2025 Bands gebucht werden können. Und wer weiß, vielleicht kommt dann ja wieder Glanz in die Hütte.